Vor 2500 Jahren war Xerxes der König der Meder und Perser. Er herrschte über 127 Provinzen und war der mächtigste Mann auf Erden. Seine Armee eroberte alle Länder von Indien bis Äthiopien. Hier kehrt der König mit seinen Kriegern von seinem siegreichen Feldzug in Ägypten heim. Wir werden da drüben unsere Zelte aufschlagen. Wir haben noch zwei Tagesmärsche bis Susan. Soll ich einen Boten schicken, der die Rückkehr meines Königs meldet? Das wäre unklug. Meine Widersacher hätten dann Zeit, sich eine Maske aufzusetzen. Aber es ändert nichts. Es gibt einen, der die Maske immer trägt. Schick deinen Boten. Simon, mein getreuer Judäer, dieses rostige Bronzeschwert hat wohl ausgedient. Wie soll ich das verstehen? Es hat mich nie verlassen. Und vor allem hat es auch mich nie verlassen. Denn in deiner Hand hat es mein Leben gerettet. Dennoch hast du ein besseres verdient. Das Schwert des goldenen Hahns? Persiens höchste militärische Auszeichnung. Du kannst nach Hause gehen und wenn du dich ausgeruht hast, nehme ich dich zur Belohnung in meine Ehrenwache im Palast zu Susan. Was? Ich soll in die königliche Ehrenwache? Meine Braut wird vor Freude keine Worte finden. Deine Braut? Sie ist ein Mädchen aus meinem Dorf. Wir werden, bevor ich nach Susan gehe, noch heiraten. Oh. Eine Gabe für deine Braut. Mögen die Götter ihr Fruchtbarkeit schenken. Möge mein Gott meinen König beschützen. Das wäre gegen den Willen Hamanns. Er ist der oberste Würdenträger. Er will nur alle die warnen, die sich den Steuerabgaben widersetzen. Hamann versündigt sich damit gegen Gott. Du hast doch gehört, was die Henker sagten. 10 von uns müssen sterben, wenn wir ihn abnehmen. Ja, Nathan, das habe ich gehört. Aber du sollst nicht die Menschen fürchten, du sollst den Zorn Gottes fürchten. Schneid ihn ab, dann können sie ihn begraben. Esther! Meine geliebte Esther. Simon. Es wird niemand mehr gehängt, Esther, denn der König ist wieder zurück. Er ist gerecht. Er hat mich ausgezeichnet und mich berufen, in seinem Palast zu dienen. Ach, Simon, wie kannst du sagen, dass der König gerecht ist? Während er die Feinde niederwirft, wird sein Volk hier von seinen eigenen Männern bekämpft. Weiß der Löwe, der nach Beute jagt, was seine Jungen tun, während er fort ist? Du vergisst, dass der Löwe sehr gefährlich ist. Ach, könnten wir doch nur in unsere wirkliche Heimat nach Juda gehen. Der König von Persien herrscht auch über Juda. Wie kannst du Juda deine Heimat nennen, wo du es überhaupt nicht kennst? Wir sind in Persien geboren. Unsere Heimat ist, wo wir leben. Wir beten zwar zu unserem eigenen Gott, aber Xerxes ist unser König.
wirst zugeben, dass er großzügig ist. Dies ist sein Geschenk für dich. Erkauft er sich deine Ergebenheit mit Geschenken? Ich finde es sehr schön. Aber sein Volk wird geknechtet und es verhungert. Er gab es dir mit blutbefleckten Händen. Oh, vergib mir, Simon. Ich habe auf unser Wiedersehen gewartet, aber ich habe es mir anders vorgestellt. Ach, verzeih mir. Es tut mir leid. Der König naht mit seinem siegreichen Heer. Der Bote des Königs! Öffne das Tor! Der König nähert sich Susan! Der König. Ja, der König. Königin Vashti. Aber er kann nicht vor morgen hier sein. Ich habe seinen Triumphzug verfolgt. Er ist noch 10 Meilen von Susan entfernt. Das Heer ist noch nicht einmal in Sicht. Die Zeit meint es gut mit uns. Nein, Hamann, deine Zeit ist zu Ende. Meine Zeit? Unsere Zeit, falls das deinem Stolz mehr schmeichelt. Es sieht so aus, als ob du ihn verabschieden wolltest. Den nächsten König der Perser. Ich weiß genau, wie ehrgeizig du bist, Hamann. Umso weniger verstehe ich dein Verhalten. Der König hat auch nur 2 Augen, er kann nicht alles sehen. Und ein kleines geheimes Bündnis mit mir würde dir nützlich sein. Für mich würde es ebenso nützlich sein wie für dich, meine liebe Vashti. Niemand kann behaupten, dass der Oberste im Lande seinem König nicht gut gedient hat während seiner Abwesenheit. Sowohl politisch als auch privat. Du hast nicht Unrecht, Prinz Hamann. Wenn ich falle, wird dein Kopf ebenfalls fallen. Aha. Aber was ist mit deinen anderen Liebhabern? Die diversen Vergnügungen meiner Königin bleiben nicht geheim. Meinst du, dass jemand gegen mich aussagen würde? Kein Mensch geht freiwillig mit offenen Augen in den Tod. Wenn ich den König erst wieder in meine Arme geschlossen habe, wessen Worten wird er dann mehr glauben? Da hast du recht, Vashti. Die Göttin der Schönheit hat dich verschwenderisch mit Reizen bedacht. Und der königliche Purpur kleidet dich gut. Darum trag ihn so lange wie möglich. Königinnen kommen und Königinnen gehen. Stammen deine Wunschträume vielleicht von diesen Pulvern, mit denen du dich berauschst, wie alle wissen? Gib acht, dass sie nicht deine Zunge lösen. König von Medien und Persien. Lebe der König! Der allmächtige König, Beherrscher unserer Welt, Eroberer von Assyrien und Babylon und Ägypten, unumschränkter Herrscher über Asien und alle Länder jenseits des Meeres. Deine letzte Behauptung ist falsch. Ich habe Griechenland noch nicht erobern können. Das ist nur noch eine Frage der Zeit, mein König. Genug, genug. Ich spare diese Lobreden für mein Grab. Das werde ich tun, Herr. Du willst mich also überleben? Du weißt, für dich bin ich jederzeit bereit zu sterben, mein König. Das weiß ich. Nun zu dir, mein General Klydrates. Wie sieht es in der Armee aus, die in Persien geblieben ist? Sie wartet auf deine Befehle, mein König. Wo ist Fürst Mardochai? Herr,
Er ist der einzige der Räte, dessen Unterstützung ich nicht hatte. Ich glaube, er fühlt sich niemandem verpflichtet. Keine Menschen. Außer seinem unsichtbaren hebräischen Gott. Mardochai, willkommen, mein König. Willkommen wieder daheim in Susan. Ich sehe, mein König ist wohlauf. Und ohne eine Verwundung. Jawohl, Mardochai, ohne eine Verwundung. Dank deinem Freunde Simon, der mir mein Leben gerettet hat, als die Feinde mich zu Boden rissen und töten wollten. Ich habe ihn mit hohen Ehren belohnt. Mein tapferer Simon. Auch ich werde ihn hoch belohnen. Ich gebe ihm meine Nichte zur Frau. Du bist ein gütiger Mensch, Mardochai. Deshalb habe ich auch während der Begrüßung deine Gegenwart vermisst. Ich dachte, es ist besser zu beten, anstatt meinem König zuzujubeln, wie alle die anderen. Der Gott, den du verehrst, ist zwar unsichtbar, aber deine Gebete hat er erhört. Seine Werke sind ohne Zahl. Und ich glaube, er hat dich dazu ausersehen, all die Grausamkeiten Prinz Hamans zu beenden. Seine Maßnahmen werde ich persönlich überprüfen. Ich empfinde keine Zuneigung für ihn, aber ich brauche ihn. Er ist übereifrig, jedoch äußerst tüchtig. Aber lass uns von erfreulicheren Dingen sprechen. Von Königin Vashti. Sie hat doch hoffentlich meinetwegen nicht zu viel geweint. Sie ist immer noch überwältigend schön. Und ihre Stimmung? Ist sie noch so heiter wie immer? Mardochai, ich habe dich das Auge des Königs genannt. Schatzmeister meiner persönlichen Angelegenheiten. Mein allwissender Mardochai. Also, was hast du zu berichten? Nichts, gnädiger Herr. Mein Blick dringt weder in die Gemächer deiner Gemahlin, noch in deinen Harem, Herr. König, mein unvergleichlicher Gemahl, wie lange habe ich auf dich gewartet? Ehebrecherin. Was? Du bist ja von Sinnen. Nein, wenn ich von Sinnen wäre, würde ich dich töten. Du hast mit deiner Verderbtheit meinen Palast geschändet. Jemand muss dein Herz mit Lügen vergiftet haben. Es ist wahr. Es sind keine Lügen. Die Krieger, die im Lande blieben, sprechen davon. Männer, die den Tod kennen. Sie haben keinen Grund zu lügen. Wer teilt deine Schuld? Vashti. Wer war es? Nenne seinen Namen, ich befehle es. Ich kann keinen Namen nennen und es gibt keine Schuld. Wie sein Name auch lautet, es ist besser, wenn ich ihn nicht kenne. Mein Stolz wäre verletzt, wenn ich ihn öffentlich bestrafen müsste. Deswegen ist es das Beste, wenn ich dich verdamme. Nein. Für mich weilst du nicht mehr unter den Lebenden. Oh nein, Xerxes, ich bitte dich, glaube mir. Lieber würde ich sterben, als dich verlieren. Jetzt steht es dir frei, nach deinen Liebhabern zu rufen. Samuel? Danke. Aha, jetzt wird es wirklich Zeit, dass ihr bald heiratet. Seitdem ich ein Kind war, warte ich auf ihn. Jetzt kommt es auf ein paar Tage nicht an. Sie muss sich noch prüfen, ob sie mich auch lieb hat. Ja, es soll ja auch fürs Leben halten. Sie hatte nur 10 Jahre Zeit, um sich zu entscheiden. Dass sie mich noch nie mit einem anderen Mann vergleichen konnte, ist mein großer Kummer. Wie kann sie dann ihrer Liebe sicher sein? Oh, ja, ja, du hast recht. Ich habe noch nie einen anderen Mann angesehen. Vielleicht hätte ich es tun sollen. Oh, Simon. Simon! Oh, Mardochai!
Unser großer Krieger. Das Ebenbild König Davids. Ich hoffe auch, das Ebenbild eines guten Mannes für deine Esther. So früh haben wir dich gar nicht erwartet. Das weiß ich. Und ich fürchte, dass mich dienstliche Belange von eurer Hochzeit fernhalten. Oh nein. Ich werde euch später alles erklären. Ich habe eine Tagereise gemacht, um euch diese Gabe für euer zukünftiges Haus zu überreichen. Oh, darf ich es jetzt schon öffnen? Mhm. Oh. Oh. Simon, schau nur einmal zu, Sir. Hab Dank, Onkel. Unsere Gedanken werden immer bei dir sein, Mardochai. Und dieser Mazuza beschützt unser Heim. Ja, und ich hoffe, dass du Simon beschützt, Onkel, während er in diesem schrecklichen Palast dient. Nichts kann sie überzeugen, dass unser König ein ehrenhafter Mann ist. Er ist ein Mensch von edler Gesinnung, wenigstens war er es. Er war es? Hat ihn irgendetwas verändert? Ja, es hat ihn etwas tief getroffen. Er ist enttäuscht worden, er ist sehr erschüttert. Deshalb bleibe ich auch eurer Hochzeit fern. Ich habe mir geschworen, den Palast nicht zu verlassen. Denn es ist möglich, dass verschiedene Personen sich die Verzweiflung des Königs zunutze machen. Und wenn sie Erfolg haben, so wäre das Ende für alle Judäer, die in Persien leben. Der König ist ein unglücklicher Mensch. Trotz seiner majestätischen Größe würde er, glaube ich, euch beneiden. Ist das Weib, das Klagelaute wie eine hungrige Wölfin von sich gibt? Zweifellos eine Buhlerin des Klydrates. Nein, nein. Ich versichere euch, dass es die Frau des Raubtierwärters ist. Schauspiel zu bieten. Dein Obereunuch Hegai. Verschwinde! Ich werde doch zu dem Fest gehen. Bringt mir meine Gewänder. Macht schnell, beeilt euch. Unser edler Judäer hat anscheinend etwas dagegen, dass mein König sich amüsiert. Mit Verlaub, Herr, uns erwartet viel Arbeit. Du verlangtest von mir eine Aufstellung unserer militärischen Stärke. Es scheint mir, dass die weite Reise ins Innere des Landes dich sehr angeregt hat. In der Tat. Ich glaube, selbst unseren König würde solch eine Reise beeindrucken. Hier in Susan vergisst man zu leicht, dass es noch Menschen gibt, die mit kleinen, bescheidenen Freuden glücklich sind. Diese Menschen haben ihren inneren Frieden und können herzhaft lachen. Trotz allem Verdruss und aller Unterdrückung. Wer sind diese Menschen, von denen du redest? Ach, ich weiß schon, deine hebräischen Landsleute. Wir verehren den Gott Israels, ja, aber wir gehören zu euch. Wir sind alle Untergebene des Königs.
Und mit seiner Erlaubnis ziehe ich mich zurück, um seine Aufträge auszuführen. Sage mir, Mardochai, sind wir für einen Feldzug gegen die Griechen genügend gerüstet? Das Heimatheer des General Klydrates zählt genau 100.000 Mann zu Fuß und 60.000 berittene Krieger. Gut. Das genügt, um den jungen Mazedonier in seinen ehrgeizigen Plänen aufzuhalten. Wie ist sein Name? Alexander. Die erste griechische Küstenfestung, deren wir uns bemächtigen werden, ist Athos. Sie ist die Schlüsselstellung. Und von Athos brechen wir die Reihen der Griechen von beiden Seiten auf. Wir werden aus unserer Provinz Skythia Krieger und Vorräte in die Festung werfen. Denn in Skythia wird unser Hauptheer sein Lager aufschlagen. Das ist der Plan. Aber merke dir, du bist mir persönlich dafür verantwortlich, dass er geheim bleibt. Nach den persischen Gesetzen wird eine Königin schwer bestraft, wenn sie sich des Thrones unwürdig erweist. Die Entscheidung liegt bei dir. Tod oder Verbannung? Dann verbanne sie. Das wird noch heute geschehen, mein König. Ich schicke sie wieder zu ihrem Stand zurück. Und als oberster Vertreter des Königs ist es mein Recht, mich nach einer neuen Königin umzusehen, die deiner würdig ist. Das Recht kann auch anderen übertragen werden, Hamann. Denkst du, dass mir das Gesetz der Achämeniden nicht geläufig ist? Nein, aber ich traue dir die Absicht zu, es zu verdrehen. Es steht geschrieben, im Gesetzbuch des großen Kyros, ein König der Meder und Perser, der keinen männlichen Nachkommen hat, soll nicht ohne Gemahlin sein. Diese Worte sind richtig, aber da steht noch mehr. Es lautet weiter: Des Königs Männer sollen in den Provinzen die lieblichsten Jungfrauen des Landes suchen und sie in den Palast nach Susan bringen. Und die Jungfrau, an der der König am meisten Gefallen findet, ist dazu berufen, mit ihm vermählt zu werden. Hat dich dieser Hinweis überzeugt, dass nicht nur du selbst die Auswahl zu treffen hast? Oh ja. Teurer Mardochai, ich danke dir, dass du mich vor einem Irrtum bewahrt hast. Das ist das Schicksal eines Herrschers. Er ist gezwungen, eine unbekannte Frau zum Weibe zu nehmen. Ich führe nur das aus, was das Gesetz befiehlt, mein König, und zwar mit deiner Erlaubnis. Du hast von glücklichen Menschen gesprochen, die du auf deiner Reise ins Innere des Landes getroffen hast.
So wie diese Menschen möchte ich auch leben. Macht verlangt Entbehrungen. Ich wüsste einen Weg, dir dein Los zu erleichtern. Und wie ist dieser Weg? Wenn du anderen hilfst, ihre Bürde zu tragen, wird dir deine Bürde leichter. Das Glück, das brauchst du nicht in der Ferne zu suchen. Das musst du in deinem Inneren finden. Es kann vielleicht eine Weile dauern, bis du es gefunden hast. Kisco. Geh schnell in das Haus meines Weibes Keresch. Sag ihr, ich warte hier auf sie. Ja, mein Herr. Ich komme, um deine Zypernmeine zu probieren. Dann ist noch etwas zu erledigen, das bedeutend wichtiger ist. Und das hat mit der Königin Vashti zu tun. Jawohl, Herr. Unser armer König! In seinem jetzigen Gemütszustand wird er keine Eile haben, den Schatz in Persepolis zu besichtigen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass du das Plündern etwas übertreibst. Das könnte ich auch von deinem Verkauf militärischer Geheimnisse an die Griechen sagen. Aber dann denke ich daran, wie mein Goldschatz in Korinth langsam wächst. Dagegen erscheint mir alles andere unwichtig. Wir haben keine Aussicht, dass unsere Unternehmungen gelingen, solange wir den König am Leben lassen. Es gibt viel geeignetere Orte als Susan. Für das, was du vorhast. Du wirst einen finden, wenn du dich in Geduld fasst. Und dann herrsche ich über Persien. Als Verbündeter Alexanders. Aber bis dahin treibt uns doch dieses Spiel bis an den Rand des Abgrunds. Oh nein, nein, nein. Denn falls der König Wind davon kriegen sollte, habe ich bereits einen Sündenbock bei der Hand. Wen? Mardochai und all seine judäischen Siedler in Persien. Hier ist der geheime Kriegsplan, den der König Mardochai zu treuen Händen gegeben hat. Der Plan für den Überraschungsangriff gegen die Griechen. Ich habe ihn aus dem Gedächtnis aufgeschrieben. In Griechisch. Und dazu noch eine Botschaft in Hebräisch, die recht verräterisch klingt. Ich bewundere dich, Haman. Du nimmst die Tafel am besten an dich, Glydates, bis sich der Verdacht gegen uns richtet. Und dann sage ich dir, was wir mit den... Keresch. Mein Gebieter hat mich rufen lassen? Tritt näher, meine Teure. Sieh sie dir an, die zukünftige Königin von Persien. Willst du mich verspotten, Haman? Die Braut des Königs muss jungfräulich sein. Ich habe nie gehört, dass eine Konkubine noch jungfräulich ist. Trotzdem wird sie Königin, Clydrates. Du wirst es sehen. Sie wird in die Geschichte eingehen. Denn wenn der betörende Duft einer Rose Gefallen erregt, wird niemand danach fragen, wer ihre Blätter geknickt hat. Deine einzige Liebe ist die Gefahr, Haman. Und eines Tages wirst du darin umkommen. Schicke ihn weg. Mein furchtsamer General, ich erteile dir einen königlichen Befehl. Erfülle das Gesetz, bring die Jungfrauen her. Leg keinen besonderen Wert auf Anmut oder Vollkommenheit. Denn diejenige, die die Krone tragen wird, ist schon so gut wie gewählt.
Nehmt die im Brautkleid! Los, die im Brautkleid! Samuel, hol mir mein goldenes Schwert aus dem Haus. Vor dem Symbol des Königs schrecken Sie zurück. Siedlung soll verschont bleiben. Einige weilen hier, die mir nicht gerade einen jungfräulichen Eindruck machen. Es sind aber noch recht hübsche Mädchen darunter, die den Beifall des Königs finden werden. Er ist immer noch ziemlich durcheinander. Und ich habe die Pflicht, dafür zu sorgen, dass er das Leben wieder lieben lernt. Natürlich, Prinz Hermann. Also, ich wähle jetzt die Mädchen aus. Siehst du die Schwarze dort am Springbrunnen? Und die Blonde mit der durchsichtigen Haut der Tscherkessinnen. Auch das Mädchen, das auf dem Kissen sitzt. Deine Wachen werden sich ihrer annehmen. Und dann bringst du all diese Mädchen zum Lager der Krieger. Das hat keinen Zweck, Prinz Hamann. Egai, der Eunuch, ist ein scharfer Wächter. So, aber ein paar Leute hast du bestimmt, auf deren Leben du nicht allzu viel Wert legst. Ja, ich habe drei neue Rekruten, die nicht mal ihr Essen wert sind. Die sind sicher fremd hier, umso besser. Lass sie kommen. Sie sollen sich amüsieren und schnappt man sie, dann kannst du sie als üble Verführer anprangern. Ich finde es hier ganz schön. Ja, ich auch. Ich möchte mal wissen, was... Nur die 10 bezauberndsten Jungfrauen werden dem König vorgeführt, damit er unter ihnen wähle. Und morgen werde ich euch begutachten. Oh, großer Gott, hilf mir. Irgendwo in Susan lebt Mardochai, der immer wie ein Vater zu mir war. Bitte lass ihn wissen, was mir widerfahren ist. Bitte lass es ihn bald wissen. Oh, bitte. Esther. Esther. Wie ich es dir gesagt habe, ihre Entführung ist nur der Anfang des Grauenvollen gewesen, das über uns hereinbrach. Das alles ist so furchtbar. Ich kann es noch nicht fassen. Ich werde mich darum kümmern, aber zunächst muss ich Esther suchen. Simon hofft, dass sie durch deinen Einfluss auf den König wieder freikommt. Nein, er ist nur mit seinen eigenen Sorgen beschäftigt und hat für nichts Interesse. Und Hamann, der oberste Würdenträger, ein Mann der Falschheit und Verderbtheit, reißt jetzt mit aller Kraft die Herrschaft an sich. Mardochai, dann muss ich also jetzt Simon sagen, dass keine Hoffnung besteht. Nichts ist völlig hoffnungslos. Lass mir Zeit, Samuel. Zeit, damit ich Gottes Ratschlag hören kann. Wohin ist Simon gegangen? In die Todesstadt, zu den alten Ruinen. Samuel, geh zu ihm und sag ihm, dass ich ihm helfen werde. Ja.
Nieder mit ihm! Zu Boden mit ihm! Wirf ihn nieder! Seriak, du bist der Kräftigste von uns. Wirbel ihn über die Schulter und wirf ihn zu Boden. Er soll sich wehren, so gut er kann. Das sei ihm für den nächsten Kampf mit mir eine Lehre. Wie in alten Tagen, das war die beste Zeit. Diese wilden, harten Jahre unter glühender Sonne. Wir haben in der Wüste gekämpft und die Heerscharen unserer Feinde zerschmettert. Meine braven, tapferen Krieger. Ein König, dem fast die ganze Erde ergeben zu Füßen liegt. Aber richtig wohl fühlt er sich nur hier bei uns. Nein, loslassen! Loslassen! Los! Nein! 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 Bitte, bitte, führe mich sofort zu ihm. Das kann ich nicht, Esther. Er hat den General des Königs angegriffen und jetzt hetzen sie ihn wie ein wildes Tier. In unserem Dorf haben sie geplündert und die Menschen misshandelt. Und nicht nur in unserem Dorf. Keine jüdische Siedlung ist verschont worden. Sie haben Emanuel gehängt, den Schmied. Sie trieben die Frauen und die Kinder in die Wildnis. Unser Volk ist jetzt in alle Winde zerstreut. Oh, verzeih mir. Ich habe nur an mich selbst gedacht, aber ich bin unwichtig. Oh nein, das stimmt nicht, Esther. Du bist wichtig. Du bist viel wichtiger, als du denkst. Vielleicht hat Jehova dich auserwählt, deine Brüder und Schwestern zu retten. Denn mit Güte kann man das Schwert des Bösen zerbrechen. Denke immer daran, Esther. Sei gütig und sanftmütig. Deiner blühenden Jugend und Schönheit kann unser König nicht widerstehen, Esther. Du musst ihm die Kraft geben, alles Böse im Land zu vernichten. Verlangst du von mir, die Gunst des Königs zu erschmeicheln? Ja, vergiss Simon, vergiss deine eigenen Träume und Wünsche. Vergiss alles, aber nicht die Freiheit unseres Volkes. Ich will nichts weiter als so leben wie bisher und ich will Simon. Simon ist ein Krieger und wenn er für sein Vaterland kämpft, vergisst er alles andere. Denk daran, dass dies dein Krieg ist, Esther. Ein sanfter Krieg, der mit sanften Waffen ausgefochten wird, der aber dennoch nicht ungefährlich ist. Auch du, Esther, bist dann ein Krieger. Glaub es mir. Simon wird es einsehen, wenn er selbst Soldat ist. Simon würde mich bestimmt verachten. Dann wäre seine Liebe zu dir sehr egoistisch, wenn sie ihm wichtiger ist als das Wohlergehen so vieler Menschen. Aber Onkel, ich liebe ihn doch. Oh, wie kannst du von mir verlangen, ihn für immer zu verlassen? Wenn mich der König wählen sollte, bleibe ich doch die gleiche. Ich kann keine falschen Gefühle heucheln. Nein, du bleibst so, wie du bist. Aber vor etwas muss ich dich warnen. Lass niemanden wissen, welchem Volk du angehörst. Denke immer daran, dass wir von zahllosen Feinden umgeben sind. Oh, führe mich, mein Gott. Führe mich und geleite mich. Thank you.
Knie dich nieder, verbeuge dich aber langsam. Ja, gut, erhebe dich jetzt und warte auf des Königs Entscheidung. Jetzt wollen wir das wiederholen. Kniet nieder, verbeugt euch langsam, langsam. Gut. Und jetzt erhebt euch wieder. Langsam. Steht auf. Ah, ein weißes, schlichtes Gewand. Von welcher Einfachheit? Hast du es gewählt? Ja. In der Tat, man möchte denken, dass du keinen Wert auf die königliche Krone legst. Voll kindlicher Bescheidenheit. Welch eine Augenweide. Das zeugt von Anmut und Tugend, die belohnt werden muss. Bringe mir den goldenen Mantel her. Und ihr Täubchen dürft euch ausruhen. Dafür, aber ich möchte nicht so bevorzugt werden. Oh, ich nehme ihn gern. Oh, bitte, ja, gib ihn doch ihr. Sprich nur, wenn du gefragt wirst, hörst du? Nimm dich in Acht, Eunuch. Ich habe mächtige Freunde. Das glaube ich. Du hast dich ja mit vielen Männern eingelassen. Hier, mein liebes Kind. Leg du den Mantel um. Bitte. Bist du wahnsinnig? Ich hab dich gesehen und gehört. Deine spitze Zunge wird alles verderben. Verzeih mir, mein Herr, aber ich fürchte, dass die in dem goldenen Mantel mir gefährlich wird. Mehr als die anderen. Sie wird dir nicht im Weg sein. Du brauchst nur auf mich zu hören. Ja. Die Mädchen müssen durch die Vorräume des Harems gehen, wenn sie heute Abend dem König vorgestellt werden. Und dort findest du eine kleine Tür, die verschlossen ist. Öffne sie. Wie denn? Es ist ja hier wie im Gefängnis. Ach, es ist gleich Ruhezeit. Sogar Hegai wird sich zurückziehen. Los, los, jetzt! Disco. Das ist sie. Das Mädchen mit dem goldenen Mantel. Du musst sie dir merken. Die mit dem goldenen Mantel. Du musst sie dir genau merken. Misserfolg wird meinen Ruf noch völlig ruinieren, aber es hilft nichts, wir müssen weitermachen. Du bist die Nächste. Was soll das heißen?
So eine Unverschämtheit. Der Mantel wird deine schlechte Seele auch nicht verdecken. Schäme dich nicht, dass dir der prächtige goldene Mantel genommen wurde. Nichts kann den König beeinflussen in seiner Abneigung gegenüber ehrgeizigen Frauen. Welch eine Verschwendung von Schönheit. Die reizendsten Mädchen aller Provinzen und nun schickt man sie wieder nach Hause, um Ziegen zu melken. Nach Hause? Wohin denn sonst? Ihr seid Untertanen des Königs, frei wie alle anderen Menschen. Diese Vorstellung war selbstverständlich nur eine Frage des Gehorsams. Geh, mein liebes Kind, und lebe wohl. Gehen. Warte. Ein Anblick der Freude. Ich erinnere mich an dich. Der Mann, der uns verteidigt hat. Du kannst unmöglich der König sein. Ich wollte manchmal, ich wäre es nicht. Wie heißt du? Esther. Und wie kamst du her? Komm, erzähl mir von dir. Während der Trauung rissen deine Krieger mich von meinem Bräutigam fort. Das ist nicht ungesetzlich. Ich richte mich auch nach den Gesetzen. Selbst wenn ich des öfteren anderen Sinnes bin. Ich glaube, du hast gehofft, dass ich dich laufen lassen würde. Nein, nein, nicht wenn es... Dein Schicksal ist? Wie es scheint, sind wir beide gebunden. Ich durch die Gebote meiner Väter und du durch das Schicksal. Ich war entschlossen, diese heiligen Gebote zu umgehen, indem ich alle Mädchen für ungeeignet erkläre. Aber jetzt kann ich nicht zurück, Esther. Ich wäre kein guter König. Ich kann nicht in Abrede stellen, dass du in meinen Augen die Forderung des Kyros erfüllst. Ich wähle dich, Esther, aber ich befehle nicht. Ich bitte dich, eine Weile hier zu bleiben. Die Zeit bringt die Entscheidung. Dein Herz soll dann bestimmen, ob du bleibst oder nicht. Diene ihr, Hegai, als würde sie schon die Krone tragen. Meine zukünftige Königin. Darf ich fragen, auf wen die Wahl des erhabenen Königs gefallen ist? Auf ein Mädchen namens Esther. Esther.
Ich komme gerade vom König. Jetzt kann er wieder lachen. Er ist fröhlich und unbeschwert. Jeder Tag beweist aufs Neue, welch eine Gabe Gottes du für diesen schwer geprüften Mann bist. Aber ich fürchte für deine Sicherheit, Esther. Der König ist ein feinfühlender Mensch. Ihm gefällt nicht nur deine frische Natürlichkeit und Schönheit, sondern auch deine Aufrichtigkeit. Gerade diese Eigenschaften binden dich auch an Simon. Wenn der König von dieser Bindung etwas merkt, wäre es nicht undenkbar, dass er gegen dich eingenommen wird und sich vielleicht von dir abwendet. An die Gefahr glaube ich nicht, Onkel Mardochai. Bis jetzt war er nur freundlich und gütig zu mir. Ich kenne ihn besser als du. Ich weiß, wie unerbittlich er sein kann. Du siehst ihn bloß als Mann unter Männern und weißt nicht, dass ich meinen König mit den Augen einer Frau sehe. Oh, so eine eifrige Verteidigungsrede ist vermutlich Zuneigung. Ich kann nicht leugnen, dass ich mich mit einer Stärke zu ihm hingezogen fühle, die ich selbst nicht begreife. Ich wollte mir zuerst einreden, es wäre nur Bewunderung. Aber mein Gefühl für Simon, soll das auch nur Bewunderung gewesen sein? Nichts als kindliche Begeisterung für einen Helden? Einmal sagte er, meine Liebe zu ihm wäre niemals auf die Probe gestellt worden. Bitte geh zu ihm, Onkel Mardochai. Geh und bring ihm, was er braucht. Ja, ich gehe sofort zu ihm. Wie kannst du es wagen, hierher zu kommen? Ist das die Begrüßung für einen obersten Würdenträger? Ich komme in offizieller Mission. Ich möchte dir ausrichten, dass der König dich zur 10. Stunde besuchen will. Aber da es noch reichlich früh ist, haben wir Gelegenheit, uns kennenzulernen. Bist du wahnsinnig? Das wird dein Unglück sein. Und Xerxes Unglück auch. Wenn du mich zwingen solltest, ihm zu sagen, dass du mich oft genug aufgefordert hast, dir deine einsamen Abende zu verkürzen. Diese Lüge würde er dir niemals glauben. Dieses Spiel hast du von vornherein verloren. Ich bin die Gefahr gewohnt. Also, Esther, bitte. Sei klug und versuche mich nicht zu reizen. Unser König ist glücklich in seinem Glauben an dich. Lassen wir ihm diesen Glauben. Ich will nichts mehr hören. Hinaus oder ich rufe die Wachen. Das wirst du nicht tun. Dann würde ich König Xerxes erklären, dass sein treuer Haman ein paar Zeugen brauchte. Nein, wir wollen doch vernünftig sein, mein Engel. Wir wollen immer daran denken, dass wir beide, du und ich, aufeinander angewiesen sind. Aber Esther, du willst uns doch nicht alle ins Unglück stürzen. Den König nicht, wenn ich es verhindern kann. Aber ich werde nicht eher ruhen, bis ich dich vernichtet habe. Und ich dich, Esther. Der König hat mich rufen lassen. Ich hoffe, er ist nicht in zu schlechter Stimmung. Unser König ist wie verwandelt, seit er eine neue Geliebte hat. Gehe durch den oberen Gang, er führt direkt in den Audienzsaal. Der König hat mir befohlen, eine eilige Botschaft in die Provinz zu bringen. Haltet einen Wagen für mich bereit, falls Eile geboten ist. Tapferer Löwe, das Symbol Persiens. Ich hoffe, dass er zahm ist. Du wirst ihn schon zähmen durch deine Sanftmut. Ich glaube, ich könnte niemals den Liebhaber spielen. Meine Hand ist für das Schwert geschaffen und nicht für die Saiten einer Leier. Und diese Füße folgen niemals dem Takt der Musik. Sie sind etwas groß, meinst du nicht auch?
Früher dachte ich, sie seien gespalten, wie die Hufe des Satans. Viele denken, ich sei der leibhaftige Teufel. Ich bin auch nicht milde mit denen umgegangen, die sich mir widersetzt haben. Ja, das weiß ich. Es hat aber auch viele unschuldige Menschen getroffen, weil Hamann eine zu große Macht gehabt hat. Ich habe seine Macht schon eingedämmt, nachdem du mir seine Missetaten vor Augen gehalten hast. Mitunter frage ich mich, Esther, was bist du? Mein Ratgeber? Der Schatzmeister meines guten Gewissens? Oder eine Frau, die vielleicht einmal das Gefühl erwidert, das ich für sie empfinde? Du musst doch fühlen, dass ich dich als Mensch liebgewonnen habe. Dann ist das also der erste Schritt zu deinem Herzen. Dich ganz zu erobern ist schwieriger, als die Griechen zu schlagen. Du musst bedenken, dass die Ehrfurcht eines Bauernmädchens vor einem König grenzenlos ist. Vergiss einmal, dass ich König bin. Ich bin nur ein Mann, der dich liebt. Ich liebe dich, Esther. Esther, woran denkst du? Als man mich damals aus meinem Dorf weggeholt hat, dachte ich, ich würde dich ewig hassen. Aber seit ich weiß, wie du wirklich bist, fühle ich, dass ich das nicht mehr kann. Ein neues Gefühl ist in mir erwacht. Ein Gefühl, das... Man könnte es mit Liebe bezeichnen. Meine Kuriere sind hier mit Gaben aus Tengis und Nubien. Ich komme wieder. Perlen aus dem fernen Osten. Und Schätze aus Nubien. Meine Esther, ich bin gekommen, um dich zu befreien. Nein, Simon. Das Glück ist mit uns. Die Türen öffnen sich uns wie durch Zauberhand. Wenn du willst, fliehen wir nach Judäa. Simon, du musst fort. Hier ist es zu gefährlich für dich. Du bist auch in Gefahr, wenn du allein gegen die Feinde kämpfen willst. Aber ich muss hierbleiben. Verstehst du es nicht? Der König ist nicht mehr unser Feind. Du liebst ihn. Oh, das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Esther. Oh, Simon, bitte bring dich in Sicherheit. Er soll dich nicht haben. Und wenn ich ihn töten muss... Bist du unverletzt? Wissen, wie dieser Schurke in den Palast gelangt ist. Dieb hat es gewagt, sich durch das goldene Schwert Zutritt zu verschaffen. Anscheinend hat er es einem meiner Statthalter gestohlen. Es ist ihm gelungen zu entkommen. Ich werde die Wachen zu deinem Schutz verdoppeln, Esther. Am liebsten würde ich dich selbst beschützen. Wie lange muss ich noch warten? Esther.
Königin Esther. Der Titel Königin ist mir weniger wichtig als der Titel Frau des Xerxes. Dann sei bereit, dich krönen zu lassen. Ich gebe dir mit Freuden alles, was du begehrst. Selbst die Hälfte von Persien. Ich begehre nur die Herrschaft über dein Herz, das voller Liebe und Barmherzigkeit ist. Das besitzt du schon, Esther. Dir gehört mein Herz. Und mein Leben. Hegai, sorge dafür, dass die Mädchen in den Winterpalast kommen. Des Königs Xerxes? Dann hört, was ihr ihm auszurichten habt. Mit diesem Schwert werde ich ihn erschlagen. Ich habe euch hier versammelt, um Esther zu huldigen, meiner Königin. Sie hat mir bewiesen, dass ich mein persisches Reich sehr oft ohne Gerechtigkeit regiert habe. Das sehe ich jetzt ein. Aus diesem Grunde werden die jährlichen Steuerabgaben nach dem Maßstab von Wohlstand und Armut festgesetzt und nicht mehr nach den bisherigen Sätzen. General Klydrates hat nicht mehr das Recht, ohne vorherige Gerichtsverhandlung ein Urteil zu vollstrecken.
Mardochai, unsere wirtschaftliche Lage wird von dem neuen Steuergesetz nicht beeinträchtigt. Ich werde unseren Goldschatz in Persepolis inspizieren und einen großen Teil davon unserer Wirtschaft zuführen. Das ist alles. Meine Edelmänner und Ratgeber, ich übergebe euch hiermit die neuen Gesetze. Ich habe aber nichts gegen eine Aussprache. Hoher König, ein Gesetz aus Kyros Zeiten ist mir soeben in den Sinn gekommen. Ich bin überzeugt, es würde dir die Reise nach Persepolis ersparen. Ich spreche es im Wortlaut nach. Hör mir zu. Alle Untertanen Mediens und Persiens, die einem anderen Gott huldigen als unserem Gott Mithras, sind zum Sterben verdammt. Und ihre Güter fallen dem König anheim. Nun, mein König, in den Grenzen deines großen Reiches Persien lebt das Volk der Judäer, die hartnäckig einen fremden Gott anbeten. Und das Gesetz sagt wohl deutlich, dieses Volk muss ausgerottet werden. Mein König, durch deinen Befehl kann ich dieses Volk vernichten und dich um unendliche Schätze bereichern. Oh nein, nein! Das ist ein grausames, unmenschliches Gesetz. Aus einem Zeitalter, in dem noch kein gerechter König auf Persiens Thron saß. Erkläre es für ungültig, ich bitte dich. Hör nicht auf ihn, mein König. Denn dein Ratgeber Mardochai ist ebenfalls Judäer. Mein König, Xerxes! Hört her, Leute! Ein anderes Gesetz sagt, für jeden Menschen, selbst für eine Königin, der eine Beratung des Königs unterbricht, gibt es nur eine Strafe. Und das ist der Tod. Aber es heißt weiter, er bleibt jedoch verschont, wenn das Zepter des Königs auf ihn weist. Ich danke dir, dass du so gnädig sein willst. Einst hast du mir ein Königreich gegeben, das Königreich deines Herzens. Seine einzige Macht ist die Liebe. Und heute rufe ich diese Liebe zu Hilfe gegen das Unrecht und die Unterdrückung. Und gegen den Mann, der diese Verbrechen begehen will. Oh ja, ich weiß, du bist der größte König aller Zeiten. Aber ich weiß auch, dass du als tapferer Mann die Schwachen verteidigst. Und dass du viel zu gütig und zu weise bist, um nicht diese Unterdrückungen, Grausamkeiten und Verbrechen zu unterbinden. Die Judäer mögen weiterhin ihren Gott verehren. Ich werde ein entsprechendes Gesetz erlassen. Das Gesetz des Xerxes. Und du brauchst dich wahrscheinlich nicht allzu vertraut damit zu machen, Prinz Haman. In der syrischen Wüste ist der Posten eines Statthalters frei. Dort werden keine genauen Kenntnisse verlangt. Tatsächlich die Absicht, mich auf einen Sandhügel nach Syrien zu verbannen. Bei allen Göttern. Es wird ihm noch leid tun, sich von ihr in dieser Weise beraten zu lassen. Ich sage dir immer wieder, dass sein Tod zu lange hinausgeschoben wurde. Und ich sage immer wieder, es darf auf keinen Fall in Susan geschehen. Aber du hast doch gehört, dass er demnächst nach Persepolis reisen will. Das wird sich vielleicht noch verzögern. Durch ein bedeutsames Ereignis. Durch die Ausrottung der Judäer? Und die Hinrichtung Mardochais. Sprichst du von den gefälschten Dokumenten? Wann ist es soweit? Wir sind nicht berufen, den Zeitpunkt festzusetzen. Das tun unsere Götter. Das Pur soll entscheiden. Ich bin nie in eine Schlacht gezogen, ohne die Würfel zu befragen. Das rote Zeichen des Blutes fällt auf den Monat Adar. Und das ist jetzt? Ja, jetzt.
Wir schlagen heute Nacht zu. Höre meinen Plan. Ihr werdet alle vor dem König bezeugen, dass ich in eurer Gegenwart diese Tafel nehme, dass ich nichts hinzufüge und auch nichts entfernt habe. Erhabener König, wir haben den Beweis, dass ein Verräter unter uns ist. Ich klage den Judäer an. Er hat deine geheimen Kriegspläne zwischen Schriftrollen im Tempel versteckt, um sie an die Griechen zu verkaufen. Verräter. Ich entsinne mich noch genau an den Tag, an dem du sie ihm gegeben hast. Bitte, hier sind sie. Deine geheimen Pläne von der Besetzung des Hafens Athos in griechischer Sprache. Und hier? Eine Botschaft in Hebräisch an einen Judäer in Griechenland. Lügen und Verleumdungen, mein König. Ich habe dir stets Treue und Ergebenheit bewiesen. Die Verleumdungen sind sein Werk. Wie kannst du das sagen? Ich schreibe weder Hebräisch noch Griechisch. Aber es ist ja wohl bekannt, dass Mardochai alle königlichen Botschaften an die Judäer verfasst hat und alle schriftlichen Verhandlungen mit den Griechen führt. Diese Schriftzeichen auf den Tafeln bestätigen den Verrat. Und diese Krieger hier können jederzeit bezeugen, dass dieses Beweisstück dasselbe ist, das wir im hebräischen Tempel gefunden haben. Wer behauptet, dass unser Tempel für solche Zwecke benutzt wird, legt falsches Zeugnis ab. Ich hatte es untersagt, das Heiligtum der Judäer zu betreten. Das hast du getan und wir bekennen unsere Schuld. Aber erwartest du von mir, dass ich untätig zusehe, wie Alexander mit aller Macht unser mächtiges persisches Reich bedroht? Verteidige dich, Mardochai. Ich habe keine Schuld zu bekennen, mein König. Ich schwöre bei dem heiligen Wort Gottes, dass ich unschuldig bin. Du erwähnst das heilige Wort Gottes. Welchen Gott meinst du? Meinen Gott. Und der wird mir beistehen. Unsere Götter werden dich vernichten. Ja, unsere Götter, weil wir Perser sind. Und bevor ich dir von diesem Verrat Mitteilung machte, hatte ich die Würfel entscheiden lassen. Denn ich weiß ja, dass mein König unserem Tempel ebenso treu ist wie ich. Ja. Und vielleicht bin ich auch zu vertrauensvoll zu Mardochai und den Andersgläubigen gewesen. Viel zu vertrauensvoll, mein König. Vor allem in der Wahl deiner neuen Gemahlin. Mein König, ich bin mir bewusst, dass ich deinen Zorn herausfordere. Als dein Würdenträger und ergebenster Diener muss ich dich davon in Kenntnis setzen, dass die Königin und Mardochai sich insgeheim getroffen haben. Damit du es weißt, sie ist nur hier, um seinen Judäern zu helfen. Nein, nicht Esther. Esther? Warum sagt er nicht Königin Esther? Das zeigt, wie vertraut sie miteinander sind. Esther, was weißt du von Mardochais Verrat? Hier gibt es nur einen einzigen Verräter, und das ist Haman. Er müsste vor einem Gericht stehen, aber vor einem höheren Gericht als hier in diesem Palast. Worte, Worte, Worte! Werft Mardochai ins Gefängnis. Wenn seine Unschuld nicht bewiesen wird, hängt ihn auf. Und sein Volk wird ausgerottet, wenn es nicht seinen Glauben ändert und sich von seinen Anführern König nicht lossagt. Dieses an. Urteil wird deine Seele belasten. Du sprichst von Verrat? Nein, du hast mich verraten, denn das Vertrauen, das du mir geschenkt hast, hat jetzt wieder Haman und er hat es missbraucht. Du weißt doch, Esther, dass du zum Tode verurteilt werden kannst, wenn du hier ungefragt sprichst. Ja, und ich bitte dich nicht, mit deinem goldenen Zepter auf mich zu weisen, da ich ja doch sterben muss. Ich bin Judäerin. Esther, sage dich von deinem Glauben los. Und du wirst leben. Ich spreche für mich selbst
Und für meinen Onkel Mardochai und alle, die meinen Gott anbeten. Wir sind nicht bereit, unseren Glauben zu ändern und werden ihn noch haben, wenn Susan längst in Schutt und Asche liegt und eure Götter vergessen sind. Wegen deiner Entscheidung kann ich dich jedoch nicht hassen, weil ich weiß, dass du wieder von Haman beeinflusst worden bist. Warum ist ihm so viel daran gelegen, dass du jetzt nicht nach Persepolis reist? Warum bringt er dir ausgerechnet jetzt vor deiner Abreise die gefälschten Beweise? Hat er Angst vor dem, was du in der Schatzkammer vorfindest? Ich bitte dich, König Xerxes, um meiner Liebe willen, verurteile uns nicht, bevor du in Persepolis gewesen bist. Ich glaube nicht mehr an deine Liebe. Aber vielleicht ist etwas Wahres an dem, was du sagst. Die Vollstreckung des Urteils an Mardochai und den Judäern wird bis zu meiner Rückkehr aufgeschoben. Er darf Persepolis nie erreichen. Du hast bisher eine bewundernswerte Geduld gezeigt. Jetzt halte ich dich nicht länger zurück. Und ich biete 1000 Talente Gold für seinen Kopf, mein treuer Klydrates. Durch diese Totenstadt kommen. Und vergesst nicht, der Mann, der mir den Kopf des Königs bringen wird, bekommt von Prinz Haman 1000 Talente Gold. Vorsehung, die dich mir in die Hände gespielt hat. Du wirst nie wieder plündern und morden. Halte zurück! Dann greifen wir an! Thank you.
es nicht für den großen Xerxes eine Überraschung, Feinde zu haben? Mich darfst du auch zu deinen Feinden zählen. Mein Krieger mit dem goldenen Schwert, hast du dich mit meinen Feinden verbündet? Nein, ich führe auf eigene Faust Krieg gegen dich. Ich weigere mich, gegen den Mann zu kämpfen, der mir das Leben gerettet hat. Bist du wahnsinnig? Ja, vielleicht. Das wärst du auch an meiner Stelle, wenn ein König seine Macht missbraucht, um dir während der Trauung die Braut zu stehlen. Halt! Hab ich recht gehört, Simon? Esther war dir versprochen? Und jetzt wird sie deine Witwe. Halt! Wenn du es willst, gebe ich Esther frei. Sie hat mich nie geliebt. Sie hat nur ihrer Sache gedient. Das ist nicht wahr. Ich bin eines Nachts bis zu ihr vorgedrungen. Ich erwartete dich dort mit dem Schwert in der Hand. Sie hat dein Leben meinem vorgezogen und schlug Alarm. Dann bist du das damals gewesen. Sie liebt nur dich und keinen anderen. Hilfe! Hilfe! Das ist Glyratis, der dich hinterrücks überfallen wollte. Ich habe eine alte Rechnung mit ihm beglichen. Hilf mir doch! Hilfe! 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 Mein König, vergib mir, hilf mir doch! Mach den Schmerzen ein Ende! Ja, das tue ich. Aber vorher wirst du mir noch die volle Wahrheit sagen. Ich werde alles sagen. Und ich spreche die Wahrheit. Hamann, dem du so vertraut hast, war der Anstifter all dieser Verbrechen gegen dich. Wir sollten dich ermorden. Er hat den Staatsschatz in Persepolis gestohlen und die geheimen Dokumente an die Griechen verkauft. Die Beweisstücke, die Mardochai belasten, hat er auch gefälscht. Und er hat auf euer königliches Haupt einen Preis gesetzt. Ich gebe dir den Frieden, Clydates. Und ich habe Esther, Mardochai und alle verdammten Hamanns Willkür überlassen. Verdammt? Sie sind in Gefahr. Wenn nicht... Hier. Hier gebe ich dir das Siegel meines Königreiches. Während ich meinen Truppen folge, wirst du nach Susan reiten. Such dir einen Weg durch die Stadt und bring meinem Waffenmeister dieses Siegel. Und sag ihm, dass er alle Judäer bewaffnen soll. Heute ist für die Judäer der Vorabend des Sabbat. Sie werden sich in ihren Tempeln versammeln. Osman, sorgt dafür, dass sie ihn nie wieder verlassen. Gerka, du wirst mit deinen Reitern jeden Widerstand in der Stadt niederschlagen. Mein guter Schumer, du wirst das Vergnügen haben, ihren Anführer Mardochai zum Galgen zu begleiten. Fort mit euch! Gisko, die Königin. Ja, mein Herr. Prophezeie, dass unser Prinz Hamann der bedeutendste Herrscher in der Geschichte Persiens sein wird. Mein Herr, ich habe wieder versagt. Du Dummkopf, aber mach dir keine Sorgen. Die Tore sind geschlossen, niemand kann die Stadt verlassen oder betreten.
Mauern. Ich habe unter dir im ägyptischen Feldzug gedient. Ich bin jetzt in Susan Schmied. Tobias! Ich habe vom König den Befehl, das Volk zu bewaffnen. Sind noch viele von unserer Truppe hier? Genug, um die Stadt zu verteidigen, mein Hauptmann. Ruf sie zusammen. Kommt alle zum Marktplatz. Es gibt auch noch andere hier in Susan, keine Krieger. Aber die können auch eine Keule schwingen oder Axt. Die bewaffnen wir auch. Und schick jeden von ihnen zum Tempel. Gut. Mein Gewicht in Gold, dass sie ihren Glauben verleugnen und dass niemand heute Abend in den Tempel geht. Und ich wette eine Kupfermünze dagegen, dass mein König nicht die Wahrheit sagt. Simon wartet auf uns. Wann kommt Simon? Er sammelt euch vor dem Tempel. Sie versammeln sich wie die Schafe, die man ins Schlachthaus treibt. Das vereinfacht meine Aufgabe. Du, schließ die Türen. Wer begehrt Einlass? Ich bringe eine Botschaft für Prinz Haman von General Glydrates. Öffnet das Tor. Botschaft des Glydrates. Der Kopf des Glydrates. Gisco! Gisco! Meinen Streitwagen!
vor, macht auf! Ergreift ihn! Hängt den Verräter! Hängt ihn an den höchsten Galgen! Weder ruhen noch rasten. Diese Nacht, die Nacht der Befreiung unseres Volkes, darf niemals von uns vergessen werden. Haman hat das Pur geworfen, um unser Schicksal zu besiegeln. Darum nennen wir diesen Tag Purim. Und er soll immer wieder gefeiert werden, als ein Tag der Freude. Genauso fröhlich, wie wir früher immer gewesen sind. Ja, das verspreche ich dir, mein Löwe von Israel. Das erste Purimfest. Genauso wie Simon es sich gewünscht hat. Für uns alle geht das Leben weiter. Simon sah dich nicht gern traurig. Und er wollte es auch nicht, dass du den König betrübst. Allerdings stellte der König es dir frei, zu leben, wo du willst. Es war jedoch sein Wunsch, dass du zu ihm zurückkehren solltest. Als du es nicht getan hast, ist er in den Krieg gezogen, weil ihm nichts mehr am Leben gelegen war. Hast du etwas Neues über den Feldzug gehört? Ja. Die Perser wurden von den Griechen in die Flucht geschlagen. Und für ihn ist eine Niederlage schlimmer als der Tod. Ich habe den König nie wegen seiner Siege geliebt.